Im Märchen ermöglichen Tarnkappen und Zauberringe magische Dinge. Bald schon könnte dieser Traum von einer Garderobe mit Superkräften Wirklichkeit werden. Als Computer zum Anziehen. Denn sogenannte Wearables und Smart Textiles versprechen elektronische Unterstützung bei der Arbeit und in der Freizeit. Wer zum Beispiel gern über Berg und Tal wandert, der muss sich nicht mehr auf seinen Orientierungssinn oder sein Smartphone verlassen, sondern kann sich vom Navigationsgürtel der Produktdesignerin Madeleine Cordier führen lassen, ohne das Handy-Display oder Google Maps von der Natur ablenken. Also man ist dann irgendwo in den Bergen und guckt auf sein Handy, wo gehe ich jetzt lang. Und ich möchte eigentlich, wenn ich in der Natur bin, nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken. Und daher kam die Idee, ich könnte das ja in ein tragbares Kleidungsstück integrieren. Über Bluetooth ist der Gürtel mit einem Routenplaner auf dem Smartphone verbunden. Seinem Träger signalisiert das Gerät über Vibrationssignale, wo es an einer Weggabelung weitergeht. Dieses haptische Feedback ist zwar wie jede neue Technologie erstmal gewöhnungsbedürftig, es wird aber schneller vom Gehirn verarbeitet und beschert Outdoor-Freunden freie Hände, freie Sicht und einen computergestützten Orientierungssinn. Das Ziel solcher Experimente mit smarten Textilien: Technik dezenter machen. Für den Designforscher Fabian Hemmert liegt der große Vorteil von Wearables darin, dass sie uns unaufdringlich den Alltag erleichtern können, indem sie menschliche Sinne nutzen, die bislang in der vor allem auf Displays ausgerichteten Computertechnik kaum eine Rolle gespielt haben. Wir sind eben nicht nur sozusagen ein großes Auge mit dem Finger irgendwie, sondern wir sind mehr. Und das Fühlen wird momentan nicht so richtig genutzt beim Handy. Das ist nun mal so. Und ich glaube, wir sollten das ändern. Auch die Industrie verspricht sich von den klugen Klamotten ein gutes Geschäft. Sportartikelproduzenten arbeiten an Hosen, die die Muskelaktivität messen und so das Training optimieren sollen. Smarte Babysocken wachen über die Vitaldaten von Säuglingen, damit Eltern beruhigt schlafen können. Und in Berlin forschen die Kollegen von Hemmert an Kommunikationshandschuhen für Taubblinde und Strickjacken, die den Notarzt alarmieren können. Für die Modetheoretikerin und Bekleidungssoziologin Antonella Giannone zeigen solche Ansätze: Durch diese Technisierung verändert sich auch die Rolle von Kleidung. Aus Mode werden Erweiterungen unserer Körper. Prothesen. Also das Neue dran ist, dass eben diese Prothesen durch diese tragbaren Technologien und diese neuen Technologien der Kleidung helfen können, fehlende Eigenschaften des Körpers zu kompensieren, zu ersetzen. Allerdings, solche an das Netz angeschlossenen Körpererweiterungen lassen sich auch leicht auslesen. Die dabei anfallenden Daten sind zum Beispiel interessant für Werbeindustrie oder Krankenkassen. Im Extremfall könnten Wearables auch dazu führen, dass wir unsere Verantwortung gegenüber anderen Menschen an die Technik auslagern. Getreu nach dem Motto: Auf die Oma passt heute mal die Strickjacke auf, warnt Hemmert. Es liegt ja an mir, zu Oma hinzufahren und zu fragen, wie geht's dir denn, als ihre Vitaldaten auf einer App nachzugucken. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir uns nicht sozusagen dieser Illusion hingeben. Bis aber zum Beispiel in der Kinderkrippe die Smart-Windeln Einzug halten, müssen noch einige Probleme gelöst werden. Etwa die Energieversorgung. Für Madeleine Cordier sind das aber alles nur Details. Schließlich sind die riesigen Rechenzentren von vor 50 Jahren längst aufs Hosentaschenformat geschrumpft. Damit sich die kluge Kleidung aber tatsächlich auch in der Breite durchsetzt, muss vielmehr eine ganz andere Hürde genommen werden. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich, es gibt so Passformfragen, es gibt Fragen, was mag ich überhaupt so direkt an meiner Kleidung? Ich glaube, das macht es auch ein bisschen schwierig und macht auch, dass das halt ein längerer Prozess ist. Unbesiegbar, wie manch magisches Kleidungsstück aus den Märchen, machen uns Smart Textiles sicher nicht. Aber im Sport- und Gesundheitsbereich steht der Durchbruch der Wearables unmittelbar bevor. Fitnessarmbänder und Smartwatches sind hier erst der Anfang und zeigen: Computer und Sensoren erobern langsam aber sicher unsere Körper und Kleiderschränke.